Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die Dänen haben ja einen neuen König, Frederik. Und der wurde vor einigen Tagen ja eingeführt da in sein Amt. Und dann hat er die Huldigung seines Volkes angenommen. Und dann stand er da auf dem Balkon und die Ministerpräsidentin war da. Und dann hat sie gesagt, wir haben einen neuen König. Und da wurde gerufen, Hurra, Hurra, Hurra. Habt ihr das mitbekommen? Die hörten gar nicht mehr auf mit dem Hurra, Hurra, Hurra. Ich habe eben gerade so dran gedacht, wir haben eben auch einen König angebetet. Wir haben ihn gehuldigt, dieses alte Wort. Wir haben ihm die Ehre gegeben. Wir haben gesagt, er ist unser König. Wir haben Hurra gerufen. Hurra, König Jesus. Und dieser König, den wir angebetet haben, ist nicht nur der König von so einem kleinen schnuckeligen Reich wie Dänemark, sondern er ist der König der ganzen Welt. Und überall an diesem Sonntag, auf der ganzen Welt, wird dieser König angebetet, wird er geehrt. Überall in den Kirchen über den Globus rufen Leute Hurra, wir haben einen König, Jesus Christus. Wir möchten jetzt weiter fortfahren in dieser Predigtreihe König Jesus und ich lese uns den Text aus Matthäus 8, die Verse 23 bis 27. Dort steht Folgendes. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach ein starker Sturm auf dem See los. Die Wellen drohten das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und bedrohte den Wind und den See. Da wurde es ganz still. Die Leute wunderten sich und sagten zueinander, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Immer wenn ich diese Geschichte lese in der Bibel, dann muss ich innerlich ein bisschen schmunzeln. Denn dieser Text ist der erste Text, über den ich mal eine Predigt gehalten habe. Und zwar mit 7 Jahren. Ihr glaubt es nicht, aber es war tatsächlich so. Ich glaube, ich war krank damals. Meine Mutter war irgendwie losgegangen einkaufen oder so. Und ich spielte mit meinen Playmobil-Puppen. Und plötzlich kam ich da auf die Idee, ich könnte doch Gottesdienst feiern. Also habe ich die da alle so aufgestellt, die Plüschtiere auch noch dazu. Und dann habe ich angefangen, habe ich ein Lied gesungen, habe ich alle begrüßt herzlich und dann habe ich eine Predigt gehalten über diesen Text. Jesus ist bei euch, wenn ihr Angst habt, Jesus hilft euch. Ich war so überzeugt davon, dass ich das sogar, damals hatte man Kassettenrekorder, mit einem Kassettenrekorder aufgenommen habe. Und als meine Mutter dann kam, da habe ich ihr das alles vorgespielt. Also diese Geschichte, mit der habe ich eine persönliche Beziehung sozusagen. So machen das Kinder, nicht? Also Kinder vom Bauern, die spielen mit Traktoren und Kinder vom Automechaniker, die spielen Werkstatt und ich habe eben halt Gottesdienst gespielt. Ich habe mir nochmal die Frage gestellt, warum ich eigentlich als Junge gerade diesen Text gewählt habe. Ich kannte damals ja schon einige Geschichten aus der Bibel und ich glaube, ich habe ihn deswegen gewählt, weil er sich so einfach und direkt anwenden lässt. Ja? Also da ist Angst da, da sind Nöte und dann ist Jesus da und den bittet man darum, dass er einem hilft und dann hilft er auch. Das war übrigens auch schon meine Erfahrung als kleiner Junge, dass das, ich sag mal, klappt, dass der wirklich da ist und dass der wirklich hilft. Jesus als Nothelfer, das war sehr einleuchtend. Ich habe mir nochmal die Frage gestellt, worauf zielt eigentlich dieser Text ab? Was will der uns eigentlich sagen? Was will Gott uns eigentlich mit diesem Text sagen? Und zunächst einmal muss man sagen, ja, tatsächlich, er spricht davon, dass wenn ich in Not bin, ich eine Hilfe habe, dass ich mich an Jesus wenden kann, so wie die Jünger das damals getan haben, und dass Gott da ist und mir hilft. Aber ich habe nochmal versucht, mich mehr mit dem Text auseinanderzusetzen und ich glaube, dass es auch noch, so möchte ich es mal sagen, eine tiefere Botschaft gibt. Und mit der wollen wir uns heute Morgen mal beschäftigen. Es geht nicht nur darum, dass um den Bericht einer Gebetserhörung, so könnte man das ja sagen, sondern
Es geht im Grunde genommen um drei ganz zentrale Fragen in unserem Leben. Die erste Frage lautet, wer ist Jesus? Die zweite Frage lautet, was ist Glauben? Und die dritte Frage lautet, vor welchem Sturm rettet Christus uns eigentlich? Fangen wir mal mit dem ersten an. Wer ist Jesus? Das ist ja die Frage, die die Leute hier am Ende der Geschichte stellen. Die bekommen das alles mit, was dort passiert, dass Jesus den Sturm stillt, und zum Schluss fragen sie, wer ist er eigentlich? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Sie sagen nicht, ach schön, der Wind hat aufgehört, alles klar, sondern sie erleben dort etwas, was einzigartig ist. Und sie stellen sich die Frage, wie kann der das tun? Wer ist Jesus? Wer ist der denn eigentlich? Nun, wenn wir diesen Text lesen als aufgeklärte moderne Menschen, dann haben wir doch so manche Fragen an den Text. Ja? Wir wissen ja, dass das eigentlich nicht funktioniert, dass jemand den Naturgewalten gebietet, Wind und Wellen, und die dann auf einmal still werden, sondern wir wissen um die natürlichen Zusammenhänge. Jeden Abend im Fernsehen nach der Tagesschau bekommen wir das erklärt, wie das ist mit dem Hoch- und Tiefdruck und wie die dann zusammenkommen und wie dann das Wetter so entsteht. Es gibt dafür naturwissenschaftliche Erklärungen. Und deswegen halten viele das, was wir hier lesen, eigentlich für eine fromme Legende, also aus prämoderner Zeit, als man noch nicht wusste, wie das eigentlich funktioniert. Interessanterweise gibt es auch einige Theologen und Prediger, die sagen, ja, das hat so ja gar nicht stattgefunden. Das ist ja nur ein Bild dafür, dass Gott die Stürme deines Lebens stillen kann, dass er dich nicht alleine lässt. Das ist historisch natürlich nicht wirklich so gewesen, sondern das ist einfach eine schöne Geschichte, die uns tröstet und uns Mut machen will. Jesus ist bei uns und hilft uns. Es ist sehr verlockend, als Prediger sozusagen diese Abkürzung zu nehmen. Dann muss man sich mit diesen Fragestellungen nicht auseinandersetzen. Es gibt nur ein kleines Problem. Wenn Jesus damals den Sturm auf dem See Genezareth nicht gestillt hat, wenn er nicht die Macht hatte, das zu tun, wie kann er dann heute die Stürme deines Lebens bewältigen? Wenn das nur ein Bild ist und keine wirkliche Erfahrung, wenn da nicht wirklich Kraft hintersteckt, wie kann er dir denn heute helfen? Also ich glaube, diese Abkürzung können wir nicht nehmen. Sie wird dem Text nicht gerecht. Dieser Bericht will ernst genommen werden. Am Ende steht tatsächlich die Frage da, wer ist dieser Jesus, dass er das tun kann? Und damit steht und fällt alles. Wenn Jesus die Naturgewalten befehlen kann, dann ist er Gott. Denn nur Gott kann der Natur gebieten. So wie es im Schöpfungsbericht heißt, er sprach und es geschah. Gott hat die Naturgesetze erschaffen und nur er kann sie außer Kraft setzen. Also dieser Text läuft im Grunde auf diese Frage zu, wer ist Jesus? Und die Antwort darauf ist, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Durch ihn wurde diese Welt erschaffen. Und er hat auch die Möglichkeiten, in die Natur einzugreifen und ihr zu befehlen. Und sie muss gehorchen, weil er eben nicht nur ein Mensch ist, das ist er auch, sondern weil er auch Gott ist. Paulus schreibt im 1. Korinther 8, Vers 6, nur einer ist der Herr, Jesus Christus. Alles ist durch ihn entstanden und durch ihn haben wir das Leben. Und er sagt, Jesus ist Gott. Warum ist das so wichtig? Dann kann man sagen, ach du, es ist ja so hochtheologisch, muss das überhaupt sein? Es reicht doch aus, wenn Jesus mir hilft in meiner Situation. Nun, Nothelfer gibt es ja so viele. Fragt mal eure Leute, mit denen ihr zusammenlebt, die vielleicht nicht mit Gott unterwegs sind, was ihnen hilft in schwierigen Situationen. Ich glaube, ihr werdet Antworten bekommen. Manche werden sagen, ach, es ist immer so schön, wenn ich Familie habe oder Freunde, die helfen mir. Manche sagen auch, du, ich habe da so einen Glücksbringer oder so eine Engelsfigur in der Tasche und wenn es irgendwie schwierig wird, dann fasse ich die an und dann denke ich ganz fest daran, dass es wieder gut wird und dann wird es auch irgendwie wieder gut. Andere sagen, ja, Meditation hilft mir, Entspannungsübungen, Sport. Manche sagen, positiv denken, das ist irgendwie gut. Und wenn wir dann sagen, also wenn ich in Not bin, dann bete ich, dann sagen die anderen, ja, das ist doch in Ordnung, mach das doch, wenn es dir hilft.
Ist doch schön. Mir hilft was anderes, dir hilft das, alles klar. Aber Jesus ist eben nicht nur ein Nothelfer, er ist viel mehr. Er ist Gott, er ist der König über die Natur. Der Jünger Thomas, der ja als Zweifler, als Kritiker bezeichnet wird, der diese unangenehmen Fragen stellt, der kann es nicht glauben, dass Jesus den Tod überwunden hat, auch ein Zeichen dafür, dass er Gott ist. Aber als er merkt, dass das Realität ist, da sagt er, mein Herr und mein Gott. Und er bekennt damit, dass Jesus Gott ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was ist Glauben? Es ist ja schon interessant, was hier über die Jünger berichtet wird. Die kommen ja auch hier wieder mal nicht so gut weg. Das ist so sympathisch. Ja, also diese Leute, die bekommen es da mit der Angst zu tun und sie wissen nicht, was sie tun sollen und schließlich entscheiden sich dann doch zu Jesus zu gehen, der ja schläft, und die wecken ihn auf und sagen, du musst uns jetzt mal helfen und so weiter. Und man merkt, die haben richtig Angst. Und Jesus sagt ja, er tadelt sie ja im Grunde genommen und sagt hier, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Ihr glaubt zu wenig. Kleinglaube. Nun muss man sagen, die Jünger glauben ja irgendwie schon. Also sonst hätten sie sich ja nicht auf dem Weg mit Jesus gemacht. Sonst hätten sie nicht ihre Familien verlassen und wären in die Nachfolge von Jesus getreten. Das waren schon gläubige Menschen, so würde ich das schon sagen. Und trotzdem kriegen sie hier so eine große Kritik ab. Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Und das, ich finde, das ist nicht nur eine Frage, die Jesus den Jüngern damals gestellt hat, sondern die stellt er im Grunde genommen auch uns. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier im Raum sich vielleicht doch als Gläubige bezeichnen würden, als Menschen, die glauben. Und doch, irgendwie ist Glauben nicht nur etwas, was wir sozusagen so vor uns hertragen nach dem Motto, ich bin ein Gläubiger und das sind die Ungläubigen, sondern Glaube ist auch immer etwas, was sich in unserem Leben zeigen muss. Jemand hat mal gesagt, Glaube ist nicht nur ein Standpunkt, eine Position, die ich beziehe, dass ich sage, früher war ich ungläubig, jetzt glaube ich, sondern Glaube ist etwas, was ich tue, dass ich mich eben auf Jesus Christus verlasse. Und diese Form von Glauben, nämlich das Vertrauen, dass Gottes Kraft da ist und dass sie größer und stärker ist, da sind wir immer wieder neu herausgefordert. Das ist nicht irgendwann abgehakt, dass wir sagen, naja gut, wir sind eben halt die Gläubigen, sondern wir sind immer wieder, werden immer wieder an diesen Punkt geführt, wie die Jünger auch, ob wir wirklich Jesus vertrauen. Glaube ist nichts, was ich einmal kapiert habe und dann ist gut, sondern Glauben, das müssen wir oder das dürfen wir, besser gesagt, jeden Tag neu tun. Glauben bedeutet, seine eigene Angst, seine Unfähigkeit, seine Bedürftigkeit einzugestehen und uns ganz auf Christus zu verlassen. Eigentlich gibt es keinen Tag in unserem Leben, in dem wir mit unserem Glauben nicht herausgefordert sind. Ich liege nachts wach, kennt ihr sicherlich auch, denke an den kommenden Tag und denke an die Stürme, die da auf mich zukommen, und die Wellen werden immer größer, je mehr ich darüber nachdenke. Und in diesen Momenten sich dazu entscheiden, zu sagen, ich vertraue darauf, dass Christus diese Situation auch in seiner Hand hält. Ich vertraue darauf, dass er auch für diese Situation eine Lösung hat. Ich vertraue darauf, dass ich auch in dieser Situation nicht alleine bin. Und das in einem Gebet auszudrücken und zu sagen, du hast alles in der Hand, du bist stärker als die Wellen, ich vertraue dir. Manchmal bete ich instinktiv den Psalm 23, der dieses Vertrauen so ausdrückt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich vertraue darauf, dass ich ein geführter Mensch bin, dass ich einen Hirten habe, der auf mich aufpasst. Und wanderte ich durchs finstere Tal, du bist bei mir. Auch wenn die Probleme riesig sind, ich weiß, ich bin nicht allein. Wenn ich das mit meinem Herzen bete, dann ist das ein Ausdruck des Vertrauens. Oder ich singe ein Lied, ihr kennt vielleicht dieses Taizé-Lied. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Das ist Glaube.
wenn wir das mit dem Herzen tun. Gott, Christus, unser Vertrauen auszusprechen. Immer wieder neu. Die Probleme sind da, die sind groß. Aber ich vertraue dir. Das Dritte, vor welchem Sturm rettet Christus uns? Matthäus schreibt, dass die Jünger im Boot sitzen und dass dann plötzlich ein Seismos Megas sie erleben. Seismos Megas, das ist das griechische Wort, was hier steht. Seismos kennen wir vielleicht aus Seismologie, heißt das ja, glaube ich. Also wenn die Erde anfängt zu beben, Megas ist es klar, mega. Ja? Also eine Mega-Erschütterung, ein Mega-Beben, ein Mega-Sturm, den sie dort erleben. Und das müssen wir uns, das hört sich ja, wenn wir diesen Bericht so lesen, so irgendwie so ganz niedlich an, so der Jesus schläft da und dann sind da ein paar Wellen und dann geht das irgendwie alles gut. Aber nein, nein, man muss wissen, was dahinter steckt, nämlich eine echte lebensbedrohliche Situation. Das war nicht nur so ein kleines Problemchen, was sie hatten. Der See Genezareth liegt ja zwischen hohen Bergen. Der See ist gar nicht so groß, aber ähnlich wie beim Bodensee, da gibt es ja auch manchmal so Fallwinde. Wenn die kommen, dann kann es richtig gefährlich werden. Da sind auch schon Leute ertrunken. Und sowas kann auch passieren auf dem See Genezareth, wenn die Konstellationen richtig sind oder eben ungünstig sind, könnte man auch sagen. Und da ist so ein Sturm, dass sie den Eindruck haben, jetzt ist unser Leben bald zu Ende. Die haben wirklich existenzielle Angst. Ich weiß nicht, wie stark die Stürme deines Lebens bis jetzt so gewesen sind. Wenn du noch mal so nachdenkst, was habe ich an Stürmen erlebt? Manchmal kommen sie uns ja riesig vor, aber sie relativieren sich wieder, wenn wir sie ins Verhältnis setzen. Also ich weiß, früher als Schüler fürchtete ich mich manchmal sehr vor den Französischarbeiten in meiner Schule. Das waren Seismos Megas, die ich da erlebte. Aber im Grunde genommen war das doch nur ein Sturm im Wasserglas, wie man so schön sagt. Ja, das war gar nicht so schlimm. Aber das fühlte sich natürlich erstmal schlimm an. Aber wisst ihr, jeder von uns wird einmal in seinem Leben in einen wirklich existenziellen Sturm kommen. Es ist der Sturm am Ende unseres Lebens. Das ist wirklich ein Megasturm. Dann wird unser Lebensschiff noch einmal so richtig durchgeschüttelt. Dann kommt ein Sturm auf uns zu, den wir eigentlich nicht überleben können. Und dann ist es existenziell wichtig, ob Jesus mit an Bord ist. Dann nützt nämlich kein Talisman mehr etwas, keine Meditation, kein positives Denken und auch keine Freunde und keine Familie, so wichtig und wertvoll die sind. Dann braucht es jemanden, der den Elementen befehlen kann, der Gott ist, der uns aus dieser Situation herausführt, der uns rettet. Im vergangenen Jahr sind ja einige Geschwister aus unserer Gemeinde heimgegangen. Wir haben das als Gemeinde gemeinsam erlebt, gemeinsam getrauert, gemeinsam gebetet. Als Pastor bin ich ja manchmal sehr nah dran, wenn Menschen so am Ende ihres Lebens stehen. Und ich erinnere mich an unsere liebe Schwester Erika, wie ich sie im Krankenhaus besuchte. Und ihr wisst, ihr kennt wisst die Sache, dass sie ja am Krebs erkrankt war. Und dann kam der Krebs wieder nach einigen Jahren. Und ich weiß, sie hatte gerade diese Diagnose bekommen, dass die Ärzte zu ihr gesagt hatten, wir können nichts mehr für sie tun. Und das bedeutete, in einigen Wochen würde sie wahrscheinlich heimgehen. Und das war nun wirklich so ein Seismos Megas, ein Megasturm. Und ich weiß, wie Erika darauf reagiert hat. Natürlich war sie auch ängstlich. Und sie hat sich Sorgen gemacht um ihre Familie, klar. Aber sie hat auch ihr Vertrauen ausgesprochen, diesem Herrn, zu dem sie gehörte. Und hat gesagt, immer wieder betont und gesagt, doch, ich weiß, wohin es geht. Ich weiß, dass Jesus mich festhält. Er hat den Tod besiegt. Ich darf mit ihm leben in Ewigkeit. Und so ist es nicht nur eine Geschichte aus dem alten Israel, sondern es ist eine Geschichte unseres Lebens. Wenn wir in diesen Megasturm kommen, dann ist jemand da in unserem Leben, Christus, der stärker ist als alles. Er hält uns fest.
Er führt uns ans andere Ufer. In seiner Hand sind wir geborgen. Ich möchte schließen mit dem, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Er hat diese Gewissheit, dass Jesus den Sturm unseres Lebens stillen kann und dass er stärker ist als alles, so ausgedrückt. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Kein Engel und keine weltlichen Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches. Und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen.